Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. Heute möchten wir euch unser neues Tool für den Bauherrn vorstellen. Im Zuge eines Bauvorhabens oder wenn ein Pärchen den Entschluss fassen, sich gemeinsam häuslich zu vergrößern, kommt häufig die Aussage natürlich zum Vorschein: Wir wollen ein Haus bauen. Mit dieser Entscheidung kommen aber auch eine Menge an Fragen oder auch an Entscheidungen auf den Bauherrn zu. Von der Frage, welchen Bauträger man nimmt, über die Frage, will ich überhaupt ein Smart Home, welchen Bodenbelag, wann mache ich das, wie mache ich das, wann kann ich den Handwerker wo in mein Haus lassen, aber auch solche Zwischenmenschlichkeiten wie Technik darfst du entscheiden, Schatz. Jeder, der schon mal gebaut hat, kennt das Problem und am Ende vom Tag haben alle Bauherren diese Fragestellung im Kopf. Um den Zirkel, sage ich da mal, besser darstellen zu können und um den Bauherren ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, haben wir uns Gedanken dazu gemacht, haben auf die Bauherren gehört und haben das Tool meinbauplan.de entwickelt. Meinbauplan.de. Was ist das? Meinbauplan.de ist ein browserbasiertes Online-Tool. Das heißt, ich brauche keine Software auf dem PC und ich kann es auf jedem Browser öffnen. Es ist also dann erreichbar, wenn es auch der Bauherr ist. Es handelt sich hierbei um eine 2D-Raumplanung. Innerhalb des Raumes kann ich Elemente wie Steckdosen, Schalter, Beleuchtung und Sensoriken sowie Möbel frei platzieren. Meinbauplan.de ist gemacht für den Bauherrn und seine beteiligten Partner. Es ist interoperabel zu Architekten, zum Bauträger, zu Installateuren und bietet Import- und Exportmöglichkeiten. Es bietet mir eine Übersicht zu Kosten, Produkte und die dementsprechende Verbindung zu den Räumen. Es lässt sich auch zudem ein Raumbuch und auch der Plan exportieren. Des Weiteren eignet sich natürlich das Tool auch, um Merkzettel zu Produkten zu erstellen, die ich mir dann als XLS oder als PDF exportieren kann. Meinbauplan.de hat sich als Ziel gesetzt, die verschiedenen Beteiligten in einem Projekt zusammenzufassen. Das heißt, der Bauherr redet nicht mehr nur mit dem Installateur und dem Planer oder Architekten, sondern er kann sich auch mittels des Bauplans mit dem Hersteller, mit dem Systemintegrator, dem Handel, anderen Gewerken, auch Freunden und Bekannten austauschen. Und man schafft es so in der heutigen Zeit, den Bauplan zu digitalisieren und somit auch die Prozesse zu optimieren. Wie sieht meinbauplan.de jetzt aus? Wie schon gesagt, es ist ein browserbasiertes Tool, was unter www.meinbauplan.de erreichbar ist und vom Aufbau sehr simpel gehalten. Nach Anmeldung und Registrierung am meinbauplan.de kann ich direkt in die Projektübersicht gehen. Ich lege mir ein neues Projekt an, sage, welche Etage das ist und kann direkt mit einem Grundriss starten. Dieses Wohnzimmer wurde schon mal digitalisiert und habe jetzt auch hier schon meine Bemaßung schon mit eingetragen, was hier sehr hilfreich ist. Zuerst benötigt das Tool die Raummaße, damit alle weiteren Bemaßungen oder alle weiteren Aktionen im Tool auch mit einem Maß versehen sind. Ich weiß jetzt, dass diese Wand 7,37 Meter lang ist. Das definiere ich hier und schon weiß das Tool, wie der Maßstab ist. Im nächsten Step bilde ich die Außenwände des jeweiligen Raums nach, sodass das Tool dann auch weiß, wie groß der Raum wirklich ist. Dem Raum gebe ich noch einen Namen
Das speichere ich ab. Und jetzt weiß das Tool, dieser Raum hat ungefähr 30 Quadratmeter Fläche. Und jetzt zoome ich in den Raum hinein. Wie man schon sieht, mir wird eine Bearbeitungspalette zur Verfügung gestellt, in der ich jetzt von der Beleuchtung über Elektrotechnik, KNX-Sensorik, Multimedia, Türsprechanlage, aber auch Bauelemente einfügen kann. Zum Beispiel ziehe ich mir jetzt hier in den Raumplan eine Tür hinein. Die passe ich auch ein bisschen an. Das ist eine Innentür, nenne ich sie jetzt, und die ist weiß. Dann habe ich in meinem Raum auch ein Fenster. Das Fenster sitzt hier an der Stelle, ist 3 Meter knapp lang und sage jetzt, das ist ein Schüko-Fenster in, keine Ahnung, ich sag mal Anthrazit, kann also das Notizfeld erstmal frei nutzen. Wenn ich das gemacht habe und den Raum eingerichtet habe, kann ich hingehen und jetzt meine Elemente frei platzieren. Zum Beispiel nehme ich mir eine Deckenleuchte, die sitzt hier über dem Esstisch. Oder ich nehme mir LED-Spots hinzu. Und kann das ganze Thema frei aufbauen, wie ich es möchte. Das kann ich natürlich nach Belieben fortsetzen. Bei den Steckdosen steht mir, oder bei den Elektroinstallationen, steht mir eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung. Zum Beispiel sage ich jetzt hier neben meiner Tür soll jetzt eine Einfachsteckdose sein. Die ist vielleicht von Gira. Genauso soll hinter dem Fernseher eine Vierfachkombination sein. Diese platziere ich auch ganz regulär. Vielleicht habe ich unter dem Fenster einen Radiator-Heizkörper sitzen. Da kommt ein Stellantrieb dran. Und so richte ich mein Haus so ein, oder meinen Raumplan so ein, wie ich es gerne hätte. Was natürlich nicht fehlen darf, ist in einem Wohnzimmer auch eine Couch. Die ziehe ich hinein, kann die auch ausrichten. Platziere sie so im Raum, wie ich denke. Und so habe ich auch die Relation zu meinen beispielsweise Beleuchtung an der Decke und meinen Möbeln innerhalb des Raumes. Wenn ich den ganzen Raum fertig ausgestattet habe mit allen Produkten, die ich haben wollte, speichere ich das und kann jetzt zurückgehen in meine Übersicht und erhalte jetzt die konkrete Übersicht darüber, welche Produkte ich versetzt habe oder eingesetzt habe und kann diese jetzt noch weiter bearbeiten. Beispielsweise die Innentür, die kostet, keine Ahnung, 100 Euro. Hersteller ist erstmal egal. Kommentar ist weiß, das habe ich eben schon eingegeben. Beim LED-Spot kann ich das dementsprechend auch mit reinnehmen. Hier sage ich, das ist ein Constellet, das ist ein 6 Watt Spot, zu kaufen bei Voltus. Und so kann ich die Liste im ersten Step schon mal grob bearbeiten. Wenn ich das alles gemacht habe, kann ich mir nun mein Raumbuch einfach exportieren. Das passiert in der Form als PDF. Und somit sehe ich jetzt all meine Übersichten, in dem Fall habe ich nur einen Raum, von daher auch nur ein Blatt, alle Produkte in einer Übersicht dargestellt.
Das gleiche kann ich aber auch machen für die Geräteübersicht. Das heißt, ich bekomme jetzt eine Excel-Tabelle angeboten, mir anzeigen lassen kann und sehe jetzt ganz konkret, wie viele Fenster, wie viele Türen, wie viele LED-Spots ich in meinem Raum eingesetzt habe. Das macht die Sache sehr simpel und der Bauherr hat eine einfache Übersicht über alle Produkte, die er so im täglichen Leben auf der Baustelle benötigt. Man kann es auch ein bisschen größer machen. Als Beispiel ein komplettes Haus, eine komplette Etage, die ich jetzt mal aufgebaut habe. In diesem Haus habe ich jetzt knapp 160 Quadratmeter Wohnfläche. Alle Räume sind bemaßt, alle Räume sind eingegeben. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir sehen eine Vielzahl an Räumen, eine Vielzahl an Produkten. Zum Beispiel habe ich das Wohnzimmer jetzt in dem Fall schon mal näher bemaßt. Ich habe jede Menge Spots eingebaut. Ich habe die Türen drin, KNX-Sensoren. Und so kann ich in jeden Raum reinspringen und bekomme eine komplette Ansicht über meinen ganzen Raum. Beziehungsweise, wenn man in die Küche mal reinspringt, natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, mein Backofen oder mein Bora-Kochfeld beispielsweise hat 7,4 kW. Mein Miele-Backofen ist der und der Typ. Ich habe eine Spüle von Planco beispielsweise drin. Der Kunde kann sich also komplett frei austoben, was die Bezeichnung angeht und kann diesen Plan von jedem Rechner aus aufrufen und kann diesen Plan und diese ganzen Daten natürlich dann auch noch teilen und kann sie so an seine Kollegen, an seine Freunde, aber auch natürlich an den Installateur, an den Architekten und andere Beteiligte weitergeben. Was auch häufig eine Aussage ist in der Planungsphase eines Hauses, deswegen auch das hier mit reingenommen. Schatz, weißt du doch noch, die Lampe im Kinderzimmer, das soll die Star Wars Lampe sein, beispielsweise. Und somit weiß jeder innerhalb des Baus, welches konkrete Projekt, konkrete Objekt da gemeint war. Auch hier, guck mal, dieser Schreibtisch von IKEA mit den runden Beinen. Das macht dann Sinn, weil einfach dann Bauherr und Bauherrin sich dementsprechend austoben können im Tool und haben die Möglichkeit, so alle Informationen, die sie in den letzten Wochen oder Tagen gesammelt haben, zusammenzubringen. Ja, meinbauplan.de. In den kommenden Tagen und Wochen wird noch mehr an Informationen dazu kommen. Es wird auch mehr Funktionen natürlich mit reinkommen. Wir stehen jetzt am Anfang und freuen uns sehr darauf, euch in der nächsten Zeit noch weitere Funktionen zu meinbauplan.de präsentieren zu dürfen.